Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Gestern kam ja der Deadpool-Skin raus. Es gab zwar bei den Challenges relativ viele Probleme, weshalb denn die meisten gestern tatsächlich noch nicht bekommen konnten. Aber jetzt sollte der tatsächlich für alle verfügbar sein, zumindest wenn ihr natürlich die Challenges erledigt. Und neben den ganzen Items im Itemshop zum Beispiel auch, ist ja auch einiges Neues auf der Map jetzt vorzufinden. Das werde ich euch jetzt alles zeigen. Zum einen ist ja der Battlebus geupdatet worden im Deadpool-Stil jetzt. Und die Lootjobs wurden auch in Deadpool-Stil jetzt verwandelt. Neben dem wurde aber natürlich auch hier noch die Yacht im Deadpool-Stil verändert. Und hier kann man jetzt auch Deadpool selbst als NPC mit den Dual Pistols vorfinden. Ist allerdings sehr, sehr schwierig, die zu bekommen, da hier tatsächlich sehr, sehr viele Leute sind. Sehr, sehr viele NPCs auch, also lebenden Deadpool-NPCs nochmal. Und das macht es sehr, sehr schwierig, das Ganze zu bekommen. Und man muss natürlich auch bedenken, dass ganz viele Leute den Deadpool-Skin hier einfach so tragen und es dann natürlich extrem schwierig gemacht wird, die Leute zu unterscheiden, ob die jetzt Deadpool wirklich, also ob die der NPC Deadpool sind oder ob die nur ein Deadpool in einem, als normaler Spieler sind. Das macht es sehr, sehr schwierig, das Ganze hier zu überblicken. Zusätzlich hat Deadpool auch extrem krasses Aim, also finde ich wirklich, ist einer der schwierigsten NPCs, weil da im Nahkampf tatsächlich gefühlt einfach alles trifft und ihr da ganz, ganz schnell tot seid. Und es campen auch neben dem noch verdammt viele Leute überall in Boxen und so. Also wie ihr seht, da hinten sind auch schon einige Leute gestorben. Entweder eben halt von Deadpool selbst oder von irgendwelchen Leuten, die bei Deadpool gefightet haben. Ich will jetzt nicht unbedingt direkt das holen, da nämlich natürlich auch noch einige andere Gegner dort sind und die mich sonst einfach abstauben würden. Und ich glaube, es wird schwierig, den jetzt zu bekommen. Oh, ich wusste doch, dass er da rausgeht. Alter, wie soll ich den denn bekommen? Unmöglich. Oh doch, ich habe ihn bekommen. Oh mein Gott, als ob. Oh, sehr, sehr schwierig, aber ich werde euch auch noch zeigen, wo ihr jetzt Muskelkarte finden könnt, denn der ist natürlich auch nicht verschwunden. Kann man auch noch auf der Map finden und ich denke mal, dass Deadpool und Muskelkarte auch jetzt ein bisschen etwas zu Map-Updates in den nächsten Wochen beitragen werden, also dass die Auslöser dafür sind. Dazu gibt es später nochmal ein paar Theorien. Ich würde sagen, ich hole mir jetzt erstmal Deadpools Karte und Deadpools Pistols, wenn ich natürlich Deadpool selbst erstmal finde. Wo auch immer der jetzt hingegangen ist. Und ich sollte vielleicht vorher natürlich erstmal die ganzen Gegner killen. Der hat einfach 500 Mats. What the hell? So, habe ich auch. Also normalerweise tatsächlich nicht leicht, hier runterzukommen. Ich würde auch immer aufpassen beim Raum selbst, wo tatsächlich die ganzen, wo der Tresor ist. Dort campt nämlich super viele Leute in den Boxen und da könnt ihr auch mal ganz, ganz schnell down gehen. Also wirklich extrem viel aufpassen, wenn ihr entlang gehen wollt. Genauso natürlich auch auf die ganzen Sachen, die hier so oder so immer schon sind. Sagen, ich hielt mich erstmal voll. Aber ich weiß auch immer noch nicht, wo Deadpool überhaupt jetzt selbst hingekrabbelt ist. Vielleicht ist ja hier das Ganze schon offen. Da komme ich natürlich nicht durch. Hier sollte ich aber durchkommen. Und es ist tatsächlich nicht vorhanden hier. Dann ist jetzt natürlich die Frage, wo sich das Ganze befindet. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Deadpools Pistols sind natürlich extrem stark, kann man auch auf Range benutzen. Machen, glaube ich, 21 Damage pro Schuss. Und schießen extrem schnell. Also hat, glaube ich, fast eine Schussrate wie eine AR. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr strong. Und der hat die jetzt. Und ich habe schlechten Ping. Der ist aber shit. Und da habe ich das. Sehr gut. Einmal natürlich mitnehmen mit schön viel Munition. Dann Minis trinken. Oh, Zone ist weit. Das wird schwierig.
Ich weiß nicht, ob ich hier safe runterkomme. Wenn ich jetzt ein Lag bekomme, bin ich nämlich einfach down. Ist hier unten noch irgendwo die Schlüsselkarte? Anscheinend nicht. Okay, dann muss ich ohne das leben. Dort unten ist aber noch der Heli. Das ist gut. Den nehme ich natürlich. Damit fliege ich jetzt einmal ganz schnell in der Zone. Ja genau, in der Zone wahrscheinlich. In die Zone meine ich natürlich. Und ich werde jetzt versuchen, natürlich mit den Deadpool Pistols ganz gut noch ein bisschen Value rauszuholen. Und ich würde sagen, in der nächsten Runde schauen wir uns dann noch mit den neuen Spot von Muskelkater an. Ihr werdet jetzt die Highlights zum einen aus der Runde hier einmal sehen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei den nächsten Gegnern. Da unten ist jetzt der Gegner tatsächlich. Einmal würde ich sagen, rückwärts hinfliegen, nicht, dass er mich treffen kann. Dann geben wir hier einmal schön auf Highground. Und dann werden wir den ganz entspannt killen. Und es ist auch nicht der einzige Gegner. Fall Damage gleicht natürlich ganz schnell wieder aus. Zwei Hits schon mal. Sehr gut, ist natürlich aber maximal Full Shield. Und das wird jetzt ganz, ganz schwierig, den zu bekommen. Würde ich zumindest sagen. Oh, Digga, wie viele? Wie viele? Nein, da ist auch noch einer. Dann einmal schnell auf High Ground. Also ich glaube, hier sind drei Gegner oder so. Versuche natürlich ein bisschen mit den Deadpool Dual Pistols Value rauszuholen. Ob ich das hinbekomme, weiß ich natürlich nicht. Seht aber auch auf die Range. Wirklich guten Damage. Aim hat jetzt zwar nicht unbedingt so gut gesessen. Aber ich würde sagen, das passt. Der ist hier drunter. Hat einen Rocket Launcher. Hat er sich selbst getroffen. Also auch durch Wände kann man ganz gut kommen, würde ich sagen. Ist nicht die beste Spraywaffe. Natürlich Minigun, Drumgun und so. Ist stärker, um durchzukommen. Aber ist trotzdem sehr, sehr nice dafür, würde ich sagen. Ich glaube, der geht, will da eine Seite hoch. Oder wo ist der? Also er ist definitiv ein passiver Spieler. Wird, glaube ich, nicht ganz so leicht hinzubekommen mit Rocket Launcher, wenn er einmal Highground hat. Sehr, sehr schwierig. Mal hier unten nicht irgendwo rein. Ah, komme ich nicht durch. So, und der nächste Gegner kommt. Oh, Digga, keine Chance. Also, sprayt einfach rein und ich werde von der anderen Seite noch gepusht. Hatte ich keine Chance. Also, wirklich nice Waffen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt doch mal in die nächste Runde rein und gucken uns an, wo jetzt ein Muskelkater vorzufinden ist. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr mich auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da, außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei, dort werden wir heute die FNCS Woche 3 spielen, solange der Ping sich noch einigermaßen gut hält. Und um Muskelkater jetzt zu finden, muss man hier zu dieser Boxfabrik gehen. Wird jetzt schwierig, dort ist relativ wenig Loot. Deshalb gehe ich erstmal woanders hin, um vernünftigen Loot zu bekommen. Auf jeden Fall kann man da drin ganz normal Muskelkater finden, auch mit einer Keycard. Die Keycard bringt allerdings nicht wirklich etwas, weil die irgendwo zur Mitte neben The Agency zeigt. Aber ich glaube, das ist einfach nur so die Mitte der Map. Also hat wirklich, glaube ich, nichts zu bedeuten. Deshalb hat man im Prinzip nur noch Muskelkaters Kratzgewehr und ansonsten relativ wenig Loot. Hier kommt man tatsächlich auch nicht rein mit der Karte, also man kann nicht einfach hier in diesen großen Bunker rein. Allerdings fahren ja zwei LKWs auf den Bunker zu, nämlich einmal ein LKW mit ganz vielen Stühlen auf dem hinten drauf und dann einer mit ganz, ganz vielen Paletten und die fahren ja entweder Richtung Boxfabrik oder alternativ hier zum Bunker hin und wenn jetzt natürlich hier Muskelkater schon ist, nimmt er das vielleicht erstmal als Zwischencamp und vielleicht wird dann ja nächste Woche das Ganze hier aufgebaut und vielleicht kann man dann ja dort tatsächlich die neue Basis von Muskelkater finden. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice, ich bin schon mal gespannt darauf. Und ich würde sagen, wir versuchen jetzt einmal hier Muskelkater zu finden. Denn ist er tatsächlich auch noch. Finde ich tatsächlich relativ süß. Der weint manchmal einfach, weil er natürlich jetzt seine Yacht verloren hat. Weil die Deadpool eben halt einfach richtig weggesnitcht hat.
und er baut einfach eine Treppe, obwohl ich den Boden bauen will. Ich glaube, das muss Kater Katzgewehr, muss ihn jetzt nicht mal unbedingt sehen, hat mir ja schon tausendmal gesehen. Aber die Karte da auf jeden Fall bringt einem nichts, zeigt irgendwie in der Mitte der Karte manchmal, zeigt den glaube ich auch zu allen vier anderen Tresoren, aber man kommt da auch nicht mal rein, also die heißt Yachtschlüsselkarte. Ich glaube, man kommt da aber allerdings jemand, wie gesagt, nicht rein. Zumindest ist es unmöglich, dahin zu kommen, dass man einfach über die halbe Map fliegt. Also, eigentlich hat man hier nur das Katzgewehr. Trotzdem sehr, sehr nice. Das waren soweit alle Änderungen, die es jetzt mit diesem Update gibt. Ich hoffe, es hat dir das Video gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nachher im Stream wieder. Bis dahin, ciao.